Und willkommen zu meinem Test des neuen, der neuen Klasse bei Elsword. Oder dem neuen Helden bei Elsword. Scheiße, jetzt konnte ich nicht mehr lesen. Als Mitglieder der ehrenwerten Hahn-Familie war es mir Pflicht und Ehre, immer fleißig zu trainieren. Ich war sehr überzeugt von meinen Kräften. Bis zu dieser Nacht. Nämlich mit Ara. Sieht immer anders aus. Sieht anders aus wie früher, ne? Ach, jetzt. Normalerweise wäre ich Doktor. In jener Nacht attackierten die Dämonen mit fürchterlichen Brüllen unser Dorf. Unter ihrem Ansturm fielen die Bewohner einer nach dem anderen. Ich tat, was ich konnte, aber gegen solche Wesen war ich machtlos. Oh, ich wurde umzingelt und flüchtete in ein Haus, bereit zum letzten Gefecht. Doch plötzlich bebte und brach der Boden unter mir. Okay. Bisschen seltsam betont, wie ich das jetzt gemacht habe, aber naja. Gemeinsam stürzten wir in die Tiefe. Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem kalten Boden eines verborgenen unterirdischen Altars. Ich habe ja keine Ahnung, was das für eine Stimme habe. Dann erschien eine dunkle Gestalt, die mir bekannt vorkam. Aren, was machte mein Bruder hier? Aren, sagst du? Diesen Namen habe ich lange nicht mehr gehört. Er wollte das Mondeldrit, aber wozu? Auf Belmes. Pah, du nervst. Aber das Schwert meines dämonischen Bruders erhob sich, schwer und bedrohlich. Von der Situation überwältigt, wich ich unsicheren Schrittes zurück. Plötzlich schloss ich meine Hand um eine Haarnadel, die vom Altar gefallen sein musste. Mächtige Energie durchströmte mich, kraftvoll und hell, dann verlor ich das Bewusstsein. Mann, der Chatter auf die Information. Wie ich später erfuhr, hatte ich unwissentlich einen Fuchsgott geweckt. Er rettete an jedem Tag mein Leben und wurde mein Beschützer. Als ich erwachte, waren mein Bruder und das Eldritstück verschwunden. Ich hoffe übrigens, die Lautstärke ist gut. Also reisten der Fuchsgott und ich zusammen. Ich, um meinen Bruder zu finden, Oin, der Fuchsgott, um das Siegel der Haarnadel zu brechen. Das ist der Wald von Ruben. Ob ich hier Hinweise auf meinen Bruder finden kann? Ah, ich will also Hinweise auf ihren Bruder finden. Bisschen unlogisch bei Waven, dass seine Frau Liebte dort gestorben sein soll, weil Bilder ist ein bisschen weit weg, also Stadtbilder jedenfalls. Naja. Was will Ben, das im Wald von Ruben? Hey, Rekrut, Beeilung, mir nach! Ja, ja, red keine Scheiße, du verschwindest einfach irgendwo im Nirgendwo! Immer dasselbe, muss ich hören. Okay, die Kombo ist hier auch ganz gut. Wenn schon quasi übrigens auch aushaltbar. Was ist denn das doch für eine komische Anzeige? Da bist du ja, Rekrut. Hier ist das dort Ruben, welches dem Wald am nächsten ist. Die Eldritsurer haben hier ihr Lager aufgeschlagen. Ist das da eigentlich das Lager von denen? Die Bendersbande ist im Wald von Ruben verschwunden. Wenn wir sie fangen wollen, müssen wir wohl die Hilfe der Dorfbewohner in Anspruch nehmen. Benders, das ist doch der berühmte Räuberhauptmann, hier aus der Gegend. Wenn der im Wald von Ruben auftaucht, dann führt er bestimmt etwas im Schilde. In der Nähe des Nordsees, außerhalb des Dorfes, wurden Räuber gesichtet, die vorher keiner hier gesehen hat. Vielleicht ist das ja die Bendersbande. Möglicherweise lässt sich aus ihnen etwas herausbekommen. Und ich möchte jetzt... Hey, ich kann keine... Was? Ich... Ah! Das ist doch unglaublich! Man kann doch gar keine Dinger machen. Das ist auch unglaublich. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, spezial. Spezialitäten für Mino Oin. Aras Crafting-Würfel. Seele, 100 Stück. Zubehör, Zufallswürfel. Aras Crafting. Zubehör, Zufallswürfel und Seele. Wenn man mit 100 Seele, mit 100 Seele anfangen. Zubehör, Zufallswürfel? Ja! Mann. Pinker Fashion Rucksack. Okay. Oh, toll. Jetzt will ich nochmal ganz kurz... Ach ja, Inventar. Rauswachen, jetzt haben wir Seele erhalten. HP 150% und MP 150%. Hallo, wie unglaublich gut ist das denn? Also echt. Das ist ja unglaublich. Halt! Na Mann. Fang ein
und sie heraus, dass er das nicht Absichten hat. Muss ich gleich mal ausprobieren, warte mal. Fehlschreiben der Bendersbande. Also, was gibt's da so für Sachen? Mal gucken. Also, man kann... Also, nochmal. Nochmal. Vorne. Mann, das klappt irgendwie nicht richtig. Eins, zwei, und... Ach, Mann. So, das funktioniert aber auch ganz gut. Eins, zwei... Eins, zwei... Und klappt irgendwie nicht. Eins, zwei, und so. Mann! Eins, zwei, und so. Was, das vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Echt gute Kombo. Oh, kranke Baumretter, wie krank. Was war das gerade? Ach, das ist ja auch cool. Ich kann auch so in der Luft laufen. Na, nicht schlecht. Da kann ich so einen coolen Jump machen. Also ich muss sagen, Arab gefällt mir gerade schon ganz gut. Ist kein schlechter neuer Held. Oder schlechte neue Heldin, wenn wir es mal ein bisschen genauer nehmen. Rot-Riesenschuhe, echt tolle Dinge. Was du in der Hand hältst, ist eine Anwendung der Diebesbande. Und das interessiert mich alles nicht! Dungeon starten? Allerdings, ach scheiße. Na gut, wir müssen doch Eels Baum nehmen. Ich dachte gerade, wir könnten Henes Raumzeit nehmen, aber mal kurz drüber nachgedacht. Natürlich geht das nicht. So einfach würde man es uns ja nicht machen, ne? Dann müssen wir jetzt leider den langweiligen Eels Baum spielen. Naja. Jemand hat Blibablub, Blibablub, Blibablub. Wen interessiert denn dieses ganze Blibabluppe? Hauruck, ich bin bereit. Okay, keine schlechte Attacke. Okay, ich hab schon gemacht, was das gemacht hat. Ja. Warte mal, ich glaube, wir haben gerade eine Karte bekommen, ne? Schade, dass wir noch nicht in den Trainingsraum können. Rosterbogen können wir auch nicht unbedingt gebrauchen. Nochmal ganz kurz im Inventar nachgucken. Ah, Monsterkarte Mars. Leider können wir gleich noch nicht in den Trainingsraum. Das ist traurigerweise immer so. Ach, warte mal. Wir hatten doch schon einen Titel inzwischen. Wer war denn das? Hm? Hat der keinen Titel? Den haben wir. Okay, anlegen. Anlegen? Wir haben schon gesagt, dass wir einen Titel erreicht haben sollen. Ich frag mich echt, was in der Anzeige darunter halten soll. Passiert irgendwas, was wir nicht voll haben? Auf jeden Fall, ich würde sagen, die Stärke von Ara sind coole Kombos, die sich noch fall... Also, abgesehen von dem, was man sonst schon so als Kombo durchführt... Verlängern wir die Kombos irgendwie noch? Eins, zwei... Oder eins, zwei... Ich habe das Gefühl, das klappt die ganze Zeit nicht. Eins, zwei... Ah, Mann! Das kann aber auch nicht klappen. Eins... Wieso klappt denn das nicht? Ich glaube, ich muss immer einmal weniger schlagen, als ich denke. Ah! Das war jetzt auch nicht mehr ganz dasselbe wie gerade, aber... Okay. Ja, Ara ist auf jeden Fall eine gute Klasse. Oder eine gute... Was auch immer. Heldin. Außerdem kann man sich schnell nach hinten bewegen mit der. Und kann gut über alle rüber springen. Ja, wie gesagt, man kann sich sehr schnell nach hinten bewegen. Kann doch jeder? Nee. Ich meinte eigentlich, es kann doch jeder so etwas. Okay. Ich mag immer noch diese Renn- und X-Kombo von Chunk immer noch am liebsten. Das wird sich wahrscheinlich niemals ändern, aber... Oh, das Kombo ist aber auch nicht schlecht. Also das, was man Chunk am liebsten mag, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man da... Oh, scheiße. Ach Mann, die übertreibt mit ihren ganzen Kombos, dass man dann immer so über die, durch die anderen durchrennt sozusagen. Und das mag ich. Genauso wie eine Attacke von Wave, das hier macht. Ach, hier kämpft man ja schon direkt gegen Bendis. So war das. Ganz vergessen. Scheiße!
Idioten! Seid die gemein! Ich würde doch gerne an dir vorbei, dummer Benders. Benders, der Superintelligente. Ich muss sagen, kein schlechter Skill. Und dann würde ich noch ganz kurz sagen, ich habe vergessen, was ich sagen würde. Ist Wasser gewusst. Glaube ich ihm auf jeden Fall auch sehr. Na, was sagst du, du großer böser Pogo, mein großer weißer Pogo. Ach, Machtbooster. Nee. Ach doch, Machtbooster. Nee, doch nicht. Der sah aber doch nicht wirklich so aus wie in dem, Trailer da nicht besser. Aber auf jeden Fall sieht der Machtbooster nicht schlecht aus. Sperrmüll? Hat die gerade Sperrmüll gesagt? Also ich höre in den Attacken immer irgendwas komisches raus. Matschangriff, Sperrmüll. Das hält also nicht aus. Oh Mann, ich wollte jetzt eigentlich nochmal diese Kombo. So geht die Kombo also. Kraft des Eldritz gehört allen. Mein Bruder ist auch auf die Kraft des Eldritz gewirkt hat. Doch, ich bin noch zu schwach. Ich werde erst trainieren müssen. Okay. Okay. Direkt am Anfang zwei Monsterkarten. Ist doch nicht schlecht. Ich beende noch kurz die Quest und dann ist dieser kleine Test, letzte Test, Class, Ara, auch schon zu Ende. Ah, diese verfluchten Räuber. So eine gemeine List. Ich bin untröstlich. Hey, Rekrut! Lass uns erstmal ins Dorf zurückkehren. Nachdem wir sie verpasst haben, sollten wir uns ein wenig auf die folgende Jagd etwas vorbereiten. Ja, ich habe sie verpasst, er nicht. Er hat gar nichts mitgemacht, dieser alte Loser. Lou, der Loser, ne? Ich habe es von Lou schon gehört, dass das Eldritz gestohlen wurde. Das ist wirklich schlimm. Wir müssen uns sofort an die Verteidigung machen. Leider gibt es noch ein weiteres Problem. In der Ruine nahe Ils Baum, wo vor der Explosion von El die Feen wohnten, ist anscheinend eine weitere Räuberbande aufgetaucht. Kannst du dorthin gehen und sie aufhalten, bevor sie die Ruinen noch mehr zerstören? Jetzt nicht, sage ich mal nur. Jetzt nicht. Jetzt wird Ifora erstmal Pause machen und sagen, bye to next play adventure. Erstmal F9.